Hey Leute, es gibt ja manche Dinge, über die macht man sich heutzutage eigentlich keine Gedanken mehr, oder? Woher das frische Wasser kommt. Oder wo das schmutzige Wasser hingeht. Die da hinten, die sind auf jeden Fall mit dafür verantwortlich, dass wir frisches Wasser aus dem Hahn bekommen und das schmutzige Wasser auch wieder entsorgt wird. Guten Morgen, Großer. Komm, steig ein. Ach, und du bist also der Influencer, ja? Genau, und du bist der Tufan? Sieht aber nach ganz schön harter Arbeit aus. Ja, das ist es auch. Kannst ja auch mal ausprobieren. Puh. Das ist anstrengend, wa? Ja, ganz schön. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt Mittag, wa? Haben wir uns ja so langsam verdient. Ja und? Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo, 3 Döner bitte. Danke. Ich danke dir. Wolltest du eigentlich schon immer Tiefbauer werden oder was wolltest du mal als Kind werden? Na, als Kind wollte ich was anderes werden, da wollte ich Pilot werden. Ach krass. Oder Rennfahrer. Ja, okay. Aber daraus ist dann nichts geworden und dann habe ich mir einen Tiefbau-Facharbeiter gesucht und der ist aber auch schön, also da habe ich mir was Gutes rausgesucht. Also macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ist ja cool. Was sollte man noch so mitbringen zur Ausbildung als Tiefbauer? Na, genügend Motivation würde ich mal meinen, ne? Ja. Das ist ja das Wichtigste in jedem Beruf. Ja, auf jeden Fall Teamfähigkeit, du musst ja mit deinen Leuten gut klarkommen und der Rest. Ja, du sollst halt einfach nur ein bisschen den Weitblick haben, was du tust, was für Konsequenzen das haben kann. Du darfst halt nicht vergessen, ne, unser Beruf ist auch nicht ganz ungefährlich. Ja. Ne, wenn du da jetzt 3 Meter in einem 3 Meter tiefen Loch stehst, muss das halt gut gesichert sein. Also du musst an dich denken, an deine Kollegen denken. Man muss sich halt das Vertrauen so ein bisschen erarbeiten auf der Baustelle, das ist ganz normal. Mhm. Dann stehen dir die Türen offen, sag ich mal. Gibt es eigentlich was, das ihr am liebsten macht? Ja, also mir macht das Mauern besonders Spaß und das Rohre verlegen an sich macht sehr Spaß. Und du? Ja, bei mir ist halt die ständig abwechselnde Arbeit, jeden Tag die wechselnde Stimmung auf Baustelle. Ja, und habt ihr auch das Gefühl, dass ihr alles vermittelt bekommt, was ihr später auch mal im Job so braucht? Ja, auf jeden Fall. Ab dem 2. Lehrjahr sind wir relativ viel auf der Baustelle. Ja. Also im 1. auch schon ab und zu mal, aber da sind wir noch viel auf dem Lehrbauhof und viel in der Schule. Und dann im 3. Lehrjahr sind wir fast nur auf der Baustelle. Ah, okay. Also lernt ihr da schon viel? Ja, genau. Wir bekommen auf jeden Fall alles mit. Ja, Na, man merkt halt auf jeden Fall den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das ist ganz wichtig. Man merkt halt auch relativ früh, dass du all das Praxisbezogene gar nicht so umsetzen kannst. Okay. Und wächst halt dann halt auch an deinen Aufgaben. Ja. So Jungs, ich werde mal langsam nach Hause. Ja. War ciao. Ja, schön, wir sehen uns. Wir sehen uns schon. Bis später. Viel Spaß euch noch, wa? Ja, das machen wir jetzt. Aha, das wüsstest du wohl gerne, wa? Oh nee, also ich bin jetzt nicht so der Pro im Tischtennis. Mach dir nichts draus. Ich bin Ping-Pong. Und was ist da der Unterschied? Dass du bei Ping-Pong zuerst immer auf deine Seite spielst und dann auf die gegnerische Seite. Okay, ja, da wäre ich dabei. Na dann, let's go. Kannst du dich eigentlich noch an die Berufsberatung in der Schule erinnern? Ja, das kann ich. Da kamen dann nämlich ein paar Firmen zu uns in die Schule und haben sich vorgestellt. Und Frisch und Faust war da auch dabei. Also da haben sie wirklich einen guten Geschick, der gut quatschen konnte. Ja. Und du, hast du mal was Anständiges gelernt? Nee, noch gar nichts. Also ich gehe noch zur Schule und mache jetzt mein Abi fertig. Und ja, dann habe ich mal vor, irgendwas mit Medien zu machen oder so in die Richtung. Na ja, gut, dann noch einen Ballwechsel und dann erlöse ich dich, wa? Du bist erlöst. So, dann werde ich jetzt mal zum Christopher gehen. Nein. Hallo. Wäre aber gut gekommen.
Ja, und weißt du noch, wie du auf frischen Faust aufmerksam geworden bist? Ich habe ja schon meine Ausbildung angefangen als Kfz-Mechatroniker und das lief halt nicht so gut. Mit Hilfe der Arbeitsagentur bin ich dann halt auf so eine Messe gekommen, habe dann einen kennengelernt von der Firma, habe mich halt beworben, habe mein Praktikum gemacht. Die Firma hat halt mehrere Zertifikate mit dem besten Ausbildungsbetrieb des Jahres. Ah, cool. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt eigentlich auf der Baustelle. Das Klima war sehr angenehm, die Arbeit war jetzt nicht zu anstrengend, fand ich. Ich bin eigentlich ganz gut klargekommen. Ja, ist ja genau das Richtige dann. Ja. Ja, und gibt's das, was du mal später machen willst, so in 10 Jahren, oder? Mal schauen, noch ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln, dann den Polierschein und dann, dann wahrscheinlich mal als Bauleiter ins Büro. Das ist so mein Anstreben. Ja, hört sich gut an. Ende Mai bin ich dann fertig. Dann habe ich meinen Rohrleitungsbauer. Ah, okay. Den Tiefbauer habe ich schon. Ja, dann bin ich soweit durch. So, das war's jetzt hier auf der Baustelle bei Frisch und Faust. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, ich fand's auf jeden Fall cool. Warte mal, ich werde jetzt wieder nach Hause gehen. Willst du jetzt Feierabend machen? Ja, nicht zu Hause, da ist noch Arbeit. Ich hab eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich hab jetzt eigentlich gar keinen Unterricht.